Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute wieder aus meiner tollen Waschküche. Wie ihr seht, ich habe schon eine Wäsche gewaschen auf 40 Grad. Die ist fertig. Und jetzt werde ich dann eine bunte, helle Ladung haben auf 90 Grad. Und jetzt machen wir mal weiter. So, hier habe ich ein buntes Mischmasch. Ich war gestern mit meinen Kindern in der Therme und da habe ich halt alles zusammengetan, was mir noch dazugekommen ist zur Wäsche. Und für diese Ladung Wäsche habe ich 200 Milliliter Korall gehabt, weil die Ladung jetzt voll ist. Ich habe ein neues Produkt gefunden, das Sentinel. Eigentlich gibt es das schon urlang von der Firma Roche Company. Das ist eine Schweizer Company. Was mir an diesem Weichspüler sehr gut gefällt, das seht ihr da. Er ist nicht fett, wie ihr seht da. Er ist absolut. Da sieht man es besser. Er fettet nicht, er duftet dezent nach Rose. Ich habe ihn in Fresh, in Blau und nach Rose. Es ist wirklich ein gutes Produkt. Ich kann sagen, es duftet eigentlich ganz, ganz dezent und es fettet nicht in der Schublade. Was das Wichtigste ist, wie ihr da seht, es bleiben keine Rückstände über. So, jetzt geht's zur nächsten Wäsche. So, hier habe ich schon was in den Trockner reingegeben zum Vortrocknen. Die nächste Wäsche wird komplett getrocknet. Hier stelle ich mein Produkt des Monats hin, der eigentlich dezent riechende, aber trotzdem weiche Wäsche haben möchte, was nicht im Weichspülerfach Fettrückstände hinterlässt, kann er ruhig zu dem greifen, ist zurzeit bei einem Discounter um 2,49 € 5 Liter für 100 Waschgänge zu erhalten. So, hier habe ich jetzt diese Farbauffangtücher drinnen und hier habe ich diese ganzen restlichen Handtücher noch aus der Therme. So, und jetzt werden wir das Waschmittel reingeben. So, 100 Milliliter habe ich drinnen. Es kommt in die Handtücher gar kein Weichspüler rein, ob er jetzt dezent riecht, fettet oder nicht fettet. Es sind Mikrofasertücher drinnen, die vertragen das gar nicht, da diese immer dann Fettrückstände auf den glatten Oberflächen hinterlassen oder auf den Fensterscheiben oder auf Spiegelflächen. Somit müssen diese Tücher, die ich hier auch habe in der Waschküche, die eigentlich keinen Weichspüler vertragen, immer nur mit Waschpulver gewaschen werden, damit sie auch dann im Haushalt gute Ergebnisse leisten. So, wie gesagt, hier habe ich die 100 Milliliter. Die Maschine ist nicht voll. Wir gehen auf 90 Grad, 95 Grad extra spülen und dann starten wir mal das Gerät. Die Maschine spült gleich mit heißem Wasser ein, weil da sie auf 95 Grad wäscht, eben Warmwasser hat, aufgedreht alles, spült die Maschine gleich. Heißes Wasser hinein.
So, die Wäsche hängt. Die Maschine, habt ihr jetzt gehört, hat auch abgedreht. Die Heizung. Die Professional Maschine erreicht in 100% der Wäsche ihre Temperatur, da sie auch mit Warmwasser betrieben wird. Sie ist so eingestellt, dass sie immer bei 95 Grad, diese 95 Grad erreicht, bei 60, bei 40, maximal oft 41, heizt immer nach. Bei den professionellen Maschinen ist das was anderes als bei den heutigen Haushaltsmaschinen, die sind dann komplett anders temperiert mit der Temperatur und mit dem Erreichen des Temperaturlevels. Dafür haben die Maschinen einen längeren Wasch- und Einweich- und Einwegzyklus. Das war's von mir heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zur nächsten Wäsche. Da habe ich ein spezielles Waschmittel, nicht Waschmittel, ein Pflegemittel, einen Weichspüler von Coccolino bekommen. Und den werde ich auf jeden Fall testen. Die Maschine hat gerade ein bisschen Wasser hinzugefügt, weil sie übergeheizt hat, dass die richtige Temperatur gehalten wird. Da wird kaltes Wasser eingeflutet. Und der liebe Laundry King X, der liebe Hubert, hat mir das tolle Geschenk gemacht. Und das werde ich in der nächsten Wäsche testen für euch. Somit bleibt dran. Das perfekte Coccolino Unilever. Ich liebe Unilever, das wisst ihr. Und auch die Produkte von Unilever. Ich mag eher die dezenten Düfte. Und das ist absolut, und auch eher die blauen Farben. Das ist absolut meins. Und somit werden wir das nächste Mal das tolle Geschenk von der Laundry King X von lieben Hubert dann in Action sehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe bis bald. Bye, bye.